Leute! Es gibt heute heiße Tipps von Billy Schussel, unserem Dusel. Und dem Doktor Besserwiss. Ja. Schlapp, schlapp, schlapp. Was nicht hält, das kleb ich. Hab noch alten Leim gefunden. Alles verwerten, das heißt sparen. Oh, hier. So, fertig. Und jetzt kochen wir uns was Feines. Ballerei! Ja, was ist das für ein Mistzeug? Es gibt heute so viel Klebstoffe, da soll sich eine Sau auskennen. Dazu braucht man keine Sau sein, Herr Schussel. Wozu gibt es Klebstofffibel? Was klebe ich womit? Kachel klebt man zum Beispiel mit speziellem Kachelkleber. Und wenn man nicht mehr weiß, welchen Leimrest man in irgendeiner Dose hat, dann trennt man sich besser davon. Richtig, weg mit dem Zeug. Ja. Aber doch nicht so. Nicht zu fassen. Den Abfluss hat das Zeug total zugeklebt. Ach. Nie Klebstoffe, Zement oder Gips in den Ausguss gießen. Auch wenn man noch so viel mit Wasser nachspült. Ja, apropos Wasser. Heutzutage kann man sich sogar ein Aquarium selber zusammenkleben. Mit Kautschukkleber. Stimmt. Aber hoffentlich hat Willi Schussel die Gebrauchsanweisung genau gelesen. Das ist gerade bei Klebstoffen sehr wichtig. Na, ist das was? Das ist was. So, ihr kleinen Schwimmerchen, jetzt kommt ihr in euer neues, schönes Reich. Oh! Verdammt! Was habe ich falsch gemacht? Unser Freund hat die Klebeflächen nicht fettfrei gemacht. Und auf Fett hält überhaupt kein Kleber. Oh. Zum Entfetten nimmt man am besten Aceton oder Waschbenzin. Seht mal, was ich gefunden habe. Omas alte Kaffeekanne. Und die mache ich jetzt wieder fit. Wozu gibt's alles Kleber? Alles Kleber, das ist eine verführerische Bezeichnung. Schüttelrotten. Ja. Sicher gibt es Material, mit dem man fast alles kleben kann. Aber inwieweit man die Klebestellen belasten kann, das ist eine andere Frage. Marke Herzschlag. Ja, aus alt machen neu. Selbst ist der Mann. Ja! Ja! Mann, ja! Ah! Ah, viel weh! Ah. Ja, besonders auf Hitze reagieren viele Klebstoffe so, wie wir es gerade gesehen haben. Also, Vorsicht! Ja, Vorsicht. Ich hab hier was, da muss man sehr vorsichtig sein. Sekundenkleber klebt sofort und fast alles. Auch Haut. Deshalb sollte man diesen Klebstoff nur mit Schutzhandschuhen verarbeiten. Das Dumme bei diesem kleinen Tum ist, wenn man sie einmal gebraucht hat, kriegt man sie nicht mehr auf. Aber wozu gibt's Zangen? Komm her, jetzt. Ja, viel, viel Wasser, Wasser, schnell. Hilfe, ich klebe, klebe, Hilfe. Da hilft alles nichts. Motorsäge und Breieis. Motorsäge. Ah, unser Stammkunde, Herr Schussel. Sehr originell. Schwester, alles fertig machen zur Operation. Müssen Sie wirklich? Natürlich muss er schneiden. So etwas kann tatsächlich passieren. Das ist kein Witz. Ja, Freunde. Nächstes Mal wieder ganz heiße Tipps von eurem Willi. Ganz heiße Tipps.